Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Microsoft ist ja ständig dabei, neue Features in seinen Programmen auszurollen und da kann man schon mal das eine oder andere wirklich Wichtige übersehen. Heute zeige ich dir, wie du mit Hilfe der einfachen Suche schneller und produktiver künftig in Excel arbeiten kannst. Nehmen wir an, du möchtest hier an der Stelle eine Gültigkeit aus diesen Firmennamen einfügen. Kennst den Befehl, weißt aber gerade nicht, Mensch, wo ist denn der gleich nochmal? Und hier kommt jetzt eben die rechte Maustaste mit der einfachen Suche ins Spiel. Du siehst hier ganz oben dieses Menü durchsuchen. Und hier gebe ich jetzt einfach mal das Wort Gültigkeit ein. Und dann siehst du, dann kriege ich hier schon die Datenüberprüfung. Gehe mit der Pfeiltaste runter und rüber auf Datenüberprüfung. Klicke Enter und bin dann schon in dieser Maske drin. Hier kann ich mich dann ebenfalls mit der Tab-Taste wunderbar in diese Liste reinbewegen. Sage Liste. Und gebe hier dann die Quelle an. Und sofort habe ich hier die ganzen, wie du siehst, Namen drin. Genauso kannst du das aufrufen, zum Beispiel mit Umschalt F10, weil ich hier zum Beispiel das Ganze wieder rauslöschen möchte. Und das siehst du auch, ich kriege hier schon das Löschen gleich angeboten. Gehe wieder mit dem Pfeiltasten runter und rüber, sage alles löschen und dann ist es auch schon wieder gleich beendet. Weiteres Beispiel für deine Produktivitätssteigerung. Du weißt genau, du willst hier zum Beispiel eine bedingte Formatierung auflegen. Gehst wieder rauf, rechte Maustaste, sagst hier bedingte Formatierung. Wählst dann hier eine der bedingten Formatierungen aus, zum Beispiel Datenbalken. Und mit Enter hast du es auch schon wieder erstellt. Du siehst, du kannst hier also alle Befehle deutlich schneller finden als bisher. Eine tolle Möglichkeit, die ich dir kurz vorgestellt haben wollte, damit du künftig schneller und produktiver arbeiten kannst, weil diese einfache Suche gibt es natürlich nicht nur in Excel, die gibt es auch in den anderen Programmen des Microsoft Office Pakets. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Gerne kannst du den Link in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.